Buongiorno e benvenuti a Tamagotcha, Hüt geht's Italianità. Lui è? Mattia, buongiorno. Lei è? Manuela, salve. Ok, basta, ich kann gar nicht so gut Italienisch. Sorry, I don't speak Italian. Jetzt geht's los. Was haltet ihr eigentlich von den Deutschschweizer? Also, Deutschschweizer sind etwas verklemmt. Vielleicht ein bisschen reserviert und nicht so spontan. Aber einmal, wenn sie sich öffnen, dann gibt es immer einen Platz. Was ich auch so schön finde, ist, als ich hier reingelaufen bin, hier zuerst mal ein bisschen Sirup und dann könnt ihr noch ein bisschen Früchte essen und gut, bekommt schon rüber und ich mache dann noch einen super Kaffee. Ja, das ist ein Must. Also, man muss unbedingt einen Kaffee bieten. Ja. Aber vielleicht essen wir auch eine Risotto später. Okay! Wir haben es vorher auch so ein bisschen davon gehabt, dass die Schweiz oder Zürich spezifisch ein bisschen italienischer wird. Was meint ihr damit? Die Mediterranisierung von Zürich. Pomeriggio troppo azzurro e lungo per me. Oder diese Aperitivo-Kultur, das ist auch eine Art von Mediterranisierung. Cosiddetto aperitivo felice. Und ich merke auch, ich bin extrem willkommen. Viva Italia! Ich komme da mit meinem italienischen Akzent und mit alle Türen gehen auf. Ich darf frech sein, ich kann laut sein. Es sind alle super freundlich mit mir. Aber jetzt, ich kenne mehr die Umgangsformen und ich bin nicht so frei und nicht so spontan wie früher. Jetzt, ich merke, Anna, man darf nicht, es ist besser nicht im Tram zu reden. Glaubst du, dass du dich ein Stück weit verändert hast, seit du hier in Zürich lebst? Ja, ich esse zum Beispiel Risotto zusammen mit Fleisch oder Fisch. Primo piatto Risotto, secondo piatto hast du Fleisch mit Gemüse. Aha. Und jetzt ist er so assimiliert, und ich auch mittlerweile, dass wir alles zusammen essen. Was passiert mit deinem Herz, wenn jemand Spaghetti verschneidet? Nein, das ist zu viel. Das ist wirklich zu viel. Wenn Seraina so macht, haben wir ein Problem. Nein, ich mag nicht. Seraina ist ihre Tochter. Ja. Sie darf nicht Spaghetti schneiden. Mit Rührkasten kann sie schon, weißt du, Profi. Zusammenrollen und essen. Kaffeecreme mit Sandwich. Sorry, ey, das macht man nicht. Ich merke gerade, dass ich absolute Deutschschweizerin bin. Was gibt's für Kaffeeregeln? Du darfst nicht am Mittagessen ein Cappuccino trinken. Nein, never been no gangster. Wann darf man ein Cappuccino trinken? Nur am Morgen. Ja. Wenn ich am Nachmittag Lust auf Cappuccino habe oder am Abend, darf ich no nicht. No way. Nein. No. Jetzt weiss ich, wieso der Kellner in Milano mich so streng angeschaut hat. Ciao belli. Du siehst, wir haben nicht so viel gestikuliert in diesem sehr italienischen Video. Was findest du richtig typisch italienisch? Schreib es mir unten in die Kommentare. Alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao, ciao! Rivedo ancora i vecchi amici che or e mi salutano.